Ich tu jetzt nicht so viel erzählen zum Hornus. Du hast jedes kleines Männchen. Wie ein kleines Männchen? Ja. Jetzt tun wir den hier ganz vorderst. Auf die Schiene setzen. So. Dann lieber nicht weg. Hey, ja. Auf die Schiene, jetzt geht es zuerst nur hingern. Das nennen wir anmessen. Da schaut man einfach, ob es passt. Ist die Stange gut? Passt sie? Und jetzt geht er noch einmal hingern und tut holen. Er geht hingern und jetzt fliegt er. Jetzt hat er vorbei. Ein bisschen vorne. Neue Strecke. Gut, gehst mal hingern und kommst wieder langsam durch. Gut, hilft mal gerade aufstehen. Hey, Finger halten. Ja. Gehst du hier, bis da. Dann läufst du ab. Gehst du hingern. Arme raus. Dann kannst du die Arme reinnehmen. Unterstecken. Dann tust du den Arm wieder strecken. Und dann schaust du auf den Lumpen und hier herziehen. Und dann kommst du hier wieder her. Gut, jetzt machst du es selber. Schön langsam. Gut. Ja, jetzt kommst du wieder langsam führen. Dort auf den Lumpen. Genau. Machst du so? Also, musst du dort schauen. Dann bist du hier hin. Dann kannst du die Stecken geben. Komm mal hin. Du wartest, du musst immer nicht so. Dann können wir nicht noch das Blech nicht rauf tun. Das lässt sich viel greifen als das gleiche Gefühl. Du kannst überall gehen spielen, aber nicht das Hinten. Ja, dann können wir denen abfangen. Das Bauhuli. Ja, das kannst du. Dann kann ich das Bauhuli probieren abzufangen. Genau auf den Lumpen schauen. Nie mehr hierher. Jetzt darfst du nur hierher schauen. Wenn du hinten gehst, nur noch auf den Lumpen schauen. Auf den Lumpen schauen und auf den Lumpen hauen. Ja. Jetzt machst du das. So musst du gerade bleiben. So. So musst du hauen. So bleiben. Ah. Ja. Gerade bleiben. Ja. Auf den Lumpen schauen. Ja. Yeah. Den Block, die Schussrampe mit dem Stecken wegzuschlagen. Und zwar möglichst weit weg. Und die andere Mannschaft ist im Feld hinten und probiert mit so Schaufeln ihn aussen abzuwehren. Jetzt sieht es von vorne nicht so gut, aber es ist so wie ein Spielfeld. Das ist links und rechts. Es sind so Markierungen. Und wenn die Mannschaft, die probiert abzuwehren, ihn aus, in diesem Spielfeld einen nicht verrutschen kann, dann ist es ein Goal. Am Schluss hat die Mannschaft gewonnen, die weniger Goal hat bekommen. Das ist wie im Hockey oder wie im Shooter. Und wenn sie gleich viel Goal haben bekommen, dann zählt die Länge, die die ganze Mannschaft schlägt. Ja. Er läuft einfach. Und das ist der dritte. Wenn ich den spiele, ist gut. Probier mal. Gut. Abbleiben. Buchen die Arme raus. Ja. Jetzt ist dort noch auf den Lumpen schauen und dort herzielen. Fuß. Dran bleiben und auf den Lumpen schauen. Auf den Lumpen schauen und dort herzielen. Auf den Lumpen zielen.
Ja, das ist auch noch ein bisschen. Gut. Blech brauche ich. Ja, hopp. Du bist mit dir. Ja, gut. Du hast gefliegt. Ja, genau so. Genau das. Und jetzt, das nächste Mal tust du beim Führerkorb festhauen. Da rennst du machen. Jetzt gehst du mal einfach hingern. Jetzt gehst du mal einfach hingern. Ah, das geht fast von selber. Ja. So. Und dann kommst du einfach wieder mal führen. Ich hole noch gar nicht. Du machst das und dann machst du so. Du musst hier gerade bleiben. Nein, du musst dich nicht bücken. Du musst hier nicht bücken. Nein, du musst hier. Ist ja mein bestes Schlag, du Windbaut. Ja. Also, gut.